Gemeinsam neue Perspektiven entdecken, im Austausch voneinander lernen. Architekten und Bestattungsunternehmer, Raumgestalter und Marketing-Experten diskutieren auf der Tagung Trauer braucht Raum. Architektur in der Bestattungsbranche. Dr. Kerstin Gernig hat die Tagung initiiert und im Namen des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur eingeladen. Zur Tagung hat sie auch zwei Wettbewerbe ausgeschrieben. Das war ja phänomenal. Bei den beiden Wettbewerben sind insgesamt 145 Wettbewerbsbeiträge eingereicht worden. 20, bei dem der an Bestattungsunternehmer gemeinsam mit ihren Bauherren ging, wo die bereits realisierte Bauten ausgezeichnet worden sind, und 125 bei dem Wettbewerb, der an Studierende der Architektur und Innenarchitektur ging. Und darauf darf man natürlich sehr gespannt sein, wer jetzt die Preisträger sein werden. Dieser Film sensibilisiert für die Bedeutung der Architektur in der Bestattungsbranche. Er präsentiert die Ergebnisse der Diskussionen und zeigt, worauf es bei der Gestaltung von Schaufenster- und Eingangsbereich, Besprechungs- und Abschiedsräumen, Licht- und Farbgestaltung ankommt. Ich habe schon öfter erlebt, dass es Bausünden gibt. Als Beispiel, Sie rollen einen Sarg mit einem Verstorbenen durch den gleichen Gang, durch den Sie mit der betroffenen Familie gehen, um zum Beispiel in den Beratungsraum zu gehen. Das wäre eine Katastrophe, darauf muss auf jeden Fall geachtet werden. Das Schaufenster und die Fassade eines Bestattungsunternehmens vermitteln den ersten Eindruck seiner Unternehmensphilosophie. Wir haben uns noch nie verhüllt. Und ich glaube, man kann auch ein Schaufenster so gestalten, dass es offen wirkt, aber trotzdem der Mensch, der drin sitzt, nicht direkt identifiziert werden kann. Diese Stelen sind eine Idee des Architekten. Sie ermöglicht quasi nur eine gerade Sicht auf den Eingang. Schräg wirkt es wie eine Mauer abgeschottet. Die Konzeption wächst ja aufgrund einer Firmenphilosophie, eines Bedürfnisses, aber auch einer langfristigen Betrachtung. Das heißt, wenn ich heute ein Konzept erstelle, muss ich das ja nicht heute umsetzen. Aber mit einem Konzept habe ich die Möglichkeit, in gewissen Teilbereichen nach und nach, aber in der gleichen Form, Material und Farbsprache zu arbeiten. Architekten und Innenarchitekten fragen nach den Zweckmäßigkeiten eines Gebäudes und entwerfen den passenden Bau, um modernen Anforderungen zu entsprechen. Auch beim Umbau entwickeln sie die Synthese von Pragmatischem und Ästhetischem. Generationen, die sich hinterlassen haben im Bau, im manifestierten Bau, müssen ja erstmal aufgearbeitet werden und in eine Zukunftsperspektive gebracht werden. Bestattungsunternehmer sind meist der erste Ansprechpartner im Todesfall. Und die Kunden sind anspruchsvoller geworden. Individuelle Wünsche zählen inzwischen mehr als jahrhundertealte Traditionen. Darauf reagieren schon innovative Bestatter mit einem Alleinstellungsmerkmal am Markt. Es ist das, was den Kunden auffällt, was anders ist, erfrischend anders ist als das, was den Durchschnitt auszeichnet. Das ist wirklich eine wunderbare Chance, den vorbeigehenden Menschen oder die Leute, die ihn aus dem Netz gefischt haben oder angerufen haben oder sowas, gleich von Anfang an sagen, ah, so einer ist das also. Und diese Wirkung ist so unglaublich, wie soll ich das sagen, wichtig. Das ist so eingeordnet werden, das ist eine ganz, ganz große Chance. Und wenn man hergeht und das so stimmig macht, wie es nur irgendwie geht, ist alles gut. Der Eingang markiert eine Schwelle zwischen Innen und Außen. Durch den Eingang betreten und verlassen die Kunden das Bestattungsinstitut. Das heißt, dass er einmal von außen und einmal von innen wahrgenommen wird. Der Eingang muss so sein, dass er nicht abschirmend wirkt, sondern öffnet. Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Komponente zu sagen, so, wo schließe ich ab und wo lade ich ein? Weil zum einen möchte ich ja gerne eine gewisse Diskretion im Raum selber haben. Auf der anderen Seite möchte ich ja sagen, komm doch rein, du bist bei mir willkommen. Die Umgebung eines Bestattungsinstituts spielt eine zentrale Rolle für die architektonische Gestaltung. Innenstadt oder Gewerbegebiet stellen ganz andere Herausforderungen dar. Dass wir in ein teilweise Gewerbegebiet geraten sind, haben wir dann bewusst riskiert. Viele haben gesagt, das geht nicht, das kann man nicht machen. Aber wir haben gesagt, wir gehen diesen Schritt und versuchen uns durch eine Architektur, die etwas anders ist, davon abzusetzen, dass man quasi nicht in einem Namen oder in einem Blick mit Obi und Hornbach genannt wird, sondern dass man bewusst auch hier Akzente setzt und sagt, ich bin anders, aber es passt auch zur Umgebung.
Im Beratungsraum besprechen die Trauernden die Trauerfeier und Beisetzung eines Angehörigen, meist am Tag des Todes. Häufig stehen sie unter Schock und müssen aufgefangen werden. Dazu kann die Gestaltung des Beratungsraums beitragen. Menschen kommen, die trauern, die brauchen den Raum, also in dieser schönen Doppelbedeutung, die ja auch in diesem Wortspiel existiert. Und da, glaube ich, kann Architektur unglaublich viel leisten. Details, die mit Bedacht ausgewählt wurden, wirken nicht unbedingt bewusst, werden aber unbewusst wahrgenommen. Man merkt, wenn die Trauer überwältigt, wenn die Angehörigen wieder um Fassung ringen, dass dann oft der Blick nach außen in den Innenhof, auf den Teich, auf die Pflanzen fällt. Und das beruhigt sehr. Schon die Platzierung der Stühle zeigt die Rolle des Bestatters im Verhältnis zu seinen Kunden. Eine Gesprächsform über Eck bietet sowohl die Nähe zum Angehörigen als auch das Gegenüber der Beratungssituation. Der Abschiedsraum ist einer der wichtigsten Räume für Angehörige, weil sie sich der schwierigen Situation aussetzen, ihren verstorbenen Angehörigen ein letztes Mal zu sehen. Und der Blick eines Verstorbenen hat sich ja sehr, oder der Anblick eines Verstorbenen hat sich ja sehr stark verändert. Und das ist für ganz viele Menschen mit großen Ängsten verbunden, so einen Raum überhaupt zu betreten. Und deswegen ist es sehr wichtig, in so einem Raum eine Atmosphäre zu schaffen, die die Trauer auffängt. Und auch so dezent zurückhaltend zu sein, dass im Zweifelsfalle der Angehörige den Raum auch selbst mit eigenen mitgebrachten Gegenständen ausgestalten kann. Weniger ist mehr. Ein ganz zurückhaltender Raum, wo ich mich voll auf den Leichnam, den Toten, meine gestorbene Mutter oder wer es auch immer sei, konzentrieren kann. Dann mag man, denke ich, nicht auch noch in einen Raum kommen, der mit vielen Elementen, mit vielen Gegenständen zugeräumt ist und keine Ruhe, keine optische Ruhe auch ermöglicht. Und ich brauche optische Ruhe, um zur inneren Ruhe zu kommen. Ein Beleuchtungskonzept für einen Innenraum, das natürliches Licht für Akzente nutzt, beinhaltet die Planung von Glasfronten oder Oberlichtern als Möglichkeiten. Kunstlicht verändert sich nicht. Deshalb können Techniken eingesetzt werden, um Lichtimpressionen zu schaffen. Der Tipp ist einfach der, dass man wirklich von vornherein das Licht mit einbezieht. Dass man nicht die Räume fertig macht und sich noch darüber Gedanken macht, ob es eine Wand- oder Deckenleuchte ist, weil man die Kabel dorthin hängen möchte, sondern dass man sich über die Wirkung des Lichtes, wie ist der Lichtkegel, wie ist die Lichtfarbe, was wird überhaupt von der Leuchte beschienen, ist es ein Gegenstand, sind es die Besucher, ist es der Sarg, dass man das von vornherein schon bedacht hat. Eine angenehme Atmosphäre schafft man mit Licht- und Farbverhältnissen, die die Sinne berühren. Geld ist ganz häufig ein Totschlagsargument, dass man sagt, man kann nichts verändern, weil keine finanziellen Mittel dafür da sind. Aber häufig ist es gar nicht ein Problem mangelnder finanzieller Mittel, sondern mangelnder Ideen. Viele Bestatter berichten von steigenden Auftragszahlen nach einem Umbau. Dennoch muss eine bauliche Investition im Rahmen bleiben. Das schwierigste Problem ist ja in dem Moment, wenn da die inneren Vorstellungen des Bauherrn auf einmal so Sätze auftauchen wie, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und dann müssen sie reagieren, dann müssen sie umplanen, dann müssen sie gegebenenfalls vielleicht mal eine Wand oder ein Fenster vergrößern. Und das ist in unserer Betrachtungsweise eigentlich die größte Gefahr, wo dann auf einmal in der Bauphase Kosten letztendlich sich verabschieden. Wenn Bestatter umbauen, ist es sinnvoll, bekannt zu machen, dass sie auch in dieser Zeit für ihre Kunden da sind, um Einbußen vorzubeugen. Beispielsweise mit einem großen Schild am Baugerüst. Ich würde heute das Baugerüst komplett nutzen und würde außen eine richtig große Werbung anbringen. Bei
Wettbewerben sind Lösungen, die klug gefügt sind, wo die Räume so organisiert sind, dass es der Funktion gut entspricht, verbrauchen auch weniger Fläche. Auch die Wettbewerbe der Tagung brachten gestalterische und finanziell effiziente Lösungen hervor. Der Entwurf für den Neubau des Bestatters Christoph Feuerstein aus Bludenz überzeugte die Jury durch seinen diskret in den Bestand integrierten Neubau, seine zeitlose Formensprache und die Inszenierung der Lichtverhältnisse. Der architektonische Entwurf von Maike Wilhelms gefiel durch eine klare Gliederung und angemessene Trennung verschiedener Bereiche, durch Klarheit und Reduktion der ausgewählten Materialien. Herr Matthiesen und Frau Schwarzkopf überreichten den Preis der Jury an den mit dem ersten Preis ausgezeichneten Bestattungsunternehmer Andreas Niehaus. Gut geplant ist halb gewonnen. Das war Konsens bei Innenarchitekten, Architekten und Bestattern. Das Buch zur Tagung erhalten Sie unter www.bestatter.de.